Es geht weiter mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Und nachdem wir jetzt nochmal so mit unseren neuen Items und neuen Fragmenten vereinen uns nochmal alles angeguckt haben, machen wir jetzt dort weiter, wo es eigentlich weitergeht auch. Und hier treffen wir auch schon direkt auf stärkere Octoroks. Also jetzt hier merkt man sofort, dass jetzt hier es weitergeht, weil sofort auch der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Merkt man schon direkt am Anfang. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier rein. Und finden erstmal ein paar Fledermäuse. Das ist ja ganz toll. Ich hasse euch. Und, oh nice. Das Fragment brauchen wir ja sogar mal, um mit dem Fremden verhandeln zu können. Mache ich bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall. Hier kann man genial diese Muscheln farmen und Rubine und so. Aber am idealsten Muscheln. Vor allem mit einer späteren Technik, die wir noch bekommen. Und Fragmente kann man ja auch noch sehr gut farmen. Also hier habe ich als Kind immer alles Mögliche gefarmt. Vor allem, es gibt später noch Möglichkeiten, wodurch man sich die Häufigkeit verstärken kann, dass zum Beispiel Muscheln oder Fragmente erscheinen oder Rubine. Und da ist diese Wiese perfekt. Wen haben wir denn hier? Guten Tag, ich bin Poenum, Dichter von Hyrule. Du bist Gary, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Ich bin kein großer Fan von Lyrik, überhaupt nicht. Die letzten Klausuren, die um Lyrik gingen, habe ich tatsächlich mal gut geschrieben. Aber naja, dafür habe ich auch genauso gute Klausuren mal mit einer 6 belegt. Ohne Scheiß, ich hasse dieses Thema einfach. Ich komme überhaupt nicht mit Lyrik klar. Ich finde es ziemlich unnötig. Da sollen jetzt lieber Werbung schreiben beibringen, anstatt wie man ein Gedicht schreibt oder beziehungsweise analysiert. Das hat mich eher im deutschen Unterricht jetzt so aufgeregt. Jetzt nach der 12. Klasse, so eine, man muss sich auch bewerben, jetzt im Großteil zumindest. Und uns wurde das irgendwie, eigentlich wie das ja im deutschen Unterricht ja manchmal gemacht, dass einem dann ja Bewerbungsschreiben so schön beigebracht wird, dass man das so als Thema mal macht. Und das wurde bei uns einfach so ausgelassen. Ja gut, ich muss dazu sagen, bei uns fiel Deutsch oft aus, deswegen fehlt da wohl ein bisschen die Zeit am Ende, das Thema noch reinzubringen, aber es stand auch gar nicht auf dem Plan. Und naja, jetzt habe ich selbst jetzt mit Bewerbung schon so ziemlich geschrieben, bin auch so gut wie fertig. Ich werde jetzt, muss jetzt noch ein Foto machen lassen und schicke die dann auch bald mal ab zu verschiedenen, ja, zu den verschiedenen Stellen, für die ich mich interessiere. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Jetzt haben wir das westliche Wäldchen und... Achso, das ist eine Cutscene. Ich dachte, jetzt dreht das Spiel völlig durch oder mein Gamepad. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Was? Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. Ohne Scheiße, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nanu, wer bist du, mein Junge? Du bist Fati. Wie bist du hierher gelangt? Und ich frage mich, was es heute zu essen gibt. Und weg ist er wieder. Lol. Oh, nee, er kommt noch näher. Chill mal dein Life, ja? Was tust du da? Boah, und habt ihr gerade dieses erstickende Geschrei gehört vom König? Hat der gerade den... Hä? Ich dachte, er hätte den König jetzt irgendwie umgebracht oder gefangen genommen. Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Ich will es unbedingt haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Nein, ich bin nicht eine andere Person. Ihr müsst euch jetzt alle auf... Macht euch jetzt alle auf und sucht das Force. Ansonsten werdet ihr gelyncht. Trödelt nicht alle lange rum. Los! Sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert und ausgelöscht. Nein, ich bin immer noch der völlig normale König. Ich bin genauso drauf wie sonst immer. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel.
Hm, ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Ich denke, ihr habt gemerkt, was da los ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat Fatih den König und... ja, der kontrolliert den irgendwie. Was wohl eher die Möglichkeit ist. Zweite Möglichkeit... es sind sogar drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, Fatih kontrolliert den König. Mit Gedankenkontrolle, keine Ahnung. Zweite Möglichkeit ist, der König ist doch bei seinem Sinn, aber Fatih hat ihn dazu gezwungen, das vorzusuchen, was aber weniger glaubwürdig ist, weil das würde er wahrscheinlich nichts machen, nicht machen. Und dritte Möglichkeit ist, dass Fatih den Körper des Königs übernommen hat. Ja, das klingt jetzt irgendwie zweideutig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie es ist. Würde ich jetzt natürlich auch nicht sagen, das wäre ziemlich dumm fürs Let's Play, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das war so und so in der Story und ich habe das Schild kaputt gemacht, ohne zu sehen, was dort zu machen ist. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das mag ich, dass so Fatih auch in der Story dann mal ein bisschen Scheiße baut und irgendwie nicht nur erwähnt wird, dann am Ende nur auf einmal nur noch mal erscheint. Und jetzt haben wir eine ziemlich epische Musik. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Und dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht rum. Los, Gary. Vorwärts. Weiter geht's. Hier ist auch das Gras völlig anders. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Aber, schaffe ich das? Nö. Ja, man muss sich hier Schaden zufügen lassen, damit diese Katze hinkommt. Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, wenn ihr No Damage Run vorhabt, könnt ihr vergessen, weil man muss sich hier einmal treffen lassen, praktisch. Einmal diesen Sumpf so ertrinken lassen. Damit man, ja, diesen Hinweis bekommt. Und da wurde auch schon was mit Pegasus-Stiefeln gesagt. Aber wir gucken uns erstmal hier den Rest an. Mit Pegasus ist nicht der gewisse Erfinder eines Kartenspiels gemeint, der teilweise ziemlich asozial ist. Ja, ich hatte mir letzter Zeit wieder Yu-Gi-Oh! Angeguckt. Ich hatte mal wieder Bock auf die ganzen Folgen. Bin jetzt gerade in der, ja, so bei der zweiten Staffel so, gegen Ende da, wo dieses... Wahrscheinlich die, die Yu-Gi-Oh! Nicht geguckt haben, haben jetzt keine Ahnung, wovon ich rede. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade an der Stelle, wo... wo Joey gegen Odion gekämpft hat und der bewusstlos wurde. Ja, ich habe jetzt voll viel gespoilert, ich weiß. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Eine Bohne? Ach so, da. Da werde ich auf jeden Fall mal Wasser holen gehen. Da muss ich meine Fee ja opfern, verdammt. Aber egal. Aber irgendwie in letzter Zeit, immer wenn ich Pegasus höre, muss ich nicht an das Pferd denken, das ja für Pegasus steht, sondern tatsächlich immer an Yu-Gi-Oh! Stattdessen. Keine Ahnung, ist irgendwie so. ich glaube, das Wasser kann ich nicht nehmen, oder? Kann ich das Wasser benutzen? Dann nutze ich jetzt erstmal die Fee. Muss eben... Ja, jetzt kommt wieder der alte Game-Bug vom Gamepad. Auf jeden Fall haben wir jetzt Wasser. Ja, also die alte Yu-Gi-Oh!-Serie, die war schon wirklich genial. GX habe ich mir eigentlich nie wirklich angeguckt, eigentlich gar nicht. Wollte ich aber vielleicht mal nachholen. Und 5Ds ist ja ziemlich zwiegespalten. Ich muss sagen, ich finde die Story an sich da ziemlich gut. Boah, die Duelle. Boah, nee. Die Duelle sind immer ziemlich gleich. Die haben immer das gleiche Schema. Hat zwar meistens eine gute Atmosphäre, aber die Taktiken an sich sind... Warum geht das nicht? Mann, habe ich jetzt umsonst hier mein Wasser verschwendet, ey. Mann. Aber da habe ich mir auch noch teilweise noch die fünfte Staffel noch mit englischen Untertiteln angeguckt, weil die kam ja nie zu uns nach Deutschland. Die vierte habe ich nie ganz geguckt. Die dritte Staffel war irgendwie ein ganzer Filler nur, ein einzelner Filler. Beziehungsweise die dritte Staffel bestand nur aus vieler Episoden. Aber da muss ich sagen, vielleicht was richtig episch. Was ziemlich episch, nämlich hat ab der dritten Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds hat nämlich 4Kids die Rechte daran verloren.
Und das heißt, in Amerika hatten irgendwie Vorkids noch die Kontrolle. Aber dadurch, dass das in Deutschland, also Europa allgemein her war, haben wir die japanische Version bekommen. Mit deutschem Dub. Das fand ich richtig episch. Das heißt, mit japanischem Soundtrack, mit ohne Zensur, da konnten höchstens nur Wörter zensiert worden sein. Ja, überhaupt mit dem japanischen Intro, das ziemlich cool war. Und das fand ich so episch. Und die Amis, die haben gar nichts davon bekommen. Die haben ihre zensierte, verkindlichte, ja, 4Kids-Version bekommen. Und ich bin hier falsch. Und Yu-Gi-Oh! Xyl, weiß nicht, wie das wird. Ich habe gehört, das soll ziemlich trashig sein. Aber ich habe gehört, also so ein paar Mal gelesen, dass die zweite Staffel wohl besser sein soll. Ja, wenn ich mal Zeit und Lust habe, guck ich mir das mal an. Aber die erste Serie, die ist schon wirklich genial. Oder kann ich jetzt vielleicht hier rein? Ach so, ich kriege jetzt halt hier rein. Und hier ist ja auch der vermisste Vater, glaube ich. Und was ist mit euch? Ich muss mir ein ruhiges Zuhause suchen. Endlich sind wir da. Ganz schön groß, diese Stadt. In meinem Hotel wohnen ist auch nicht das Wahre. Da halt sich, da geh arbeiten, such dir ein Haus. Lass dir ein Haus bauen oder so. Warte! Was wollt ihr? Ich fang dich jetzt mit meiner Flasche ein. Ja, ja. Oh, du hast ein Fragment. Du hast etwas, was ich will, mein Junge. Ja, so. Was? Mein Bruder! Kannst du mal bitte chillen? Ich will doch nur mit dir Fragmente feilen, du spaßt. So. Und wer, es hat sich nicht gelohnt. Und wie heißt du? Martin. Okay, es ist also da. Hä? Eine goldene Schlange. Oh mein Gott. Ein Zusatzgegner ist erschienen. Aber ich glaube, wenn man diese Gegner besiegt, dann kriegt man, glaube ich, ziemlich viele Rubine, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich nicht mehr genau, was. Die hatten auf jeden Fall eine höhere Bedeutung gehabt. Da war auch das Passende, sogar mehrmals. Und zwar mit der Andrea. Und... Ah, das wird also für später noch interessant. Aber jetzt noch nicht. Und... Du hast keinen Bock. Aber du. Und ich habe sogar auch das Passende. Wie geil. Echt genial. Der Robin. Hat Batman dich etwa alleine gelassen oder wie? Oder ist dir wie die Batman-Nummer von deinem Vater zu blöd geworden? Oder wer ist nochmal? Ist Robin eigentlich der Sohn von Batman oder ist das nur so sein Bro einfach? Sein jüngerer Bro. Und da kommen wir auch noch nicht hin. Ganz toll. Weil mit Batman kenne ich mich jetzt nicht so wirklich aus. Ich finde Batman natürlich cool. Vor allem die letzten drei Filme fand ich ziemlich geil. Vor allem The Dark Knight und The Dark Knight Rises waren einfach nur genial. Und ich habe auch den Verdacht, dass als nächstes was mit Batman und Robin kommt. Das wäre auch cool. Weil es gab ja so ein Anzeichen, ne? Achso, schade, habe ich nicht mehr. Sorry, Marco. Herzlich willkommen. Na, willst du dich bei uns ausruhen? Wenn du hier schläfst, siehst du bald wieder fit. Und es gibt ein Geschenk. Für 400. Ich nehme das für 50 erstmal. Ich kriege so ein Billigzimmer wahrscheinlich. Aber mit einer Truhe immer drin. Ich hoffe, dass sich das lohnt mit 400. Das... Ja. Mir, es lohnt sich nicht. Aber ein Glücksfragment, okay. Ist es denn vielleicht das, was ich brauchte? Kann ich hier irgendwo nachsehen, diese Fragmente? Ach doch, ja. Ah, es ist so eins. Das hatten wir jetzt, glaube ich, nicht gebraucht. Und so wird es die anderen Zimmer aussehen, aber wir haben die Schatztruhe nie. Und jetzt hier das Luxuszimmer. Mit zwei Betten sogar. Okay. So. Ja. Ich muss eigentlich gucken, was mit dem Gamepad los ist. Was natürlich auch sein kann, das muss nicht meine Schuld sein, es können auch einfach nur die Batterien nachlassen. Muss ich mal testen, wenn ich mal neue Batterien reinmache. Ich denke, das ist dann sogar eher der Hauptgrund. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gamepad sofort eine Macke hat, nur weil es einmal ganz leicht hingefallen ist. Und das war noch nicht mal wirklich ein Aufprall. Also das kann man gar nicht wirklich werten als hingefallen.
Ach so, und der will das hier. Schade. Aber ich wollte eigentlich auch noch woanders hin. Ja, ich weiß nicht, ich strecke die Parts mal total. Aber bei Zelda ist es halt so. Es gibt mal so viel neben der Hauptstory nochmal zu machen. Und man muss dann sowas meistens auch machen, um auch stark genug zu sein, um weiterzumachen. Genau, ich wollte nämlich zu dem Schuhladen eigentlich. Weil er muss jetzt halt diese Pegasus-Stiefel machen. Aber jetzt pennt er einfach mal ein. Eiskalt. Und auf einmal sind die Schuhe weg. What the fuck? Muss ich jetzt mal echt sagen, auf jeden Fall. Okay, das finde ich ziemlich detailreich. Das sieht grafisch cool aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt 3 Minisch. Ah, bist du vielleicht Gary, der Mensch, für den Melter das Schwert überarbeitet hat? Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Du siehst toll siehst du aus. Ja, danke. Und ich würde auch gerne Abenteuer bestehen. Aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Woher ich das alles weiß? Ja, ich habe das alles per WhatsApp geschickt bekommen. Melter hat mir alles erzählt. Du brauchst Pegasus-Stiefel? Das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Stift geben. Wenn Schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken, solltest du mal zum Laden der Hexe Syrup gehen. Ist Syrup nicht die Rivalin von Wario? Fällt mir mal gerade so ein. Auf jeden Fall, ihr Laden ist auf der Karte markiert. Ah, so, jetzt, aber da kann ich doch noch gar nicht hin, oder? Aber naja, wenn die sagen, ich werde schon irgendwie hinkommen können, tun, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Das trifft sich ganz gut, weil ich wollte ja eh nochmal wegen dieser goldenen Schlange nochmal gucken. Die wollte ich ja mal kurz wegownen. Dafür nehme ich den Bumerang noch mit zur Hilfe. Und du pennst schön weiter. Boah, apropos schlafen, ne? In letzter Zeit richte mich das ja auch mal so ein bisschen auf, dass ich in den Sommerferien so ein richtiger Langschläfer geworden bin. Ich hasse sowas. Man verpasst immer so viel vom Tag. Na gut, ich kann mich andererseits auch nicht beschweren, wenn ich erst meistens so um 1, 2 Uhr pennen gehe. Aber trotzdem, wenn ich dann teilweise erst um 12 Uhr wach werde, das ist, glaube ich, nicht so gut. Das muss auch nicht sein. Das ist doch ein bisschen krass. Achso, und ich habe noch einen Tingel. Grüne Mütze, grünes Outfit, bist du vielleicht für eine Fee? Oh, wie schön. Oh, wie episch. Ey, ich will auch eine Fee sein. Ich bin keine Fee. Ich habe ein Glücksfragment, du auch? Boah, lass uns spielen, ey. Lass uns Fragmente vereinen. Lass uns alles tun, Mensch. Oh ja, ich will Fragmente vereinen. Aber sorry, Tingel, ich habe nicht, was du willst. Oh, wie schade, ey. Komm auf jeden Fall wieder. Ich werde immer auf dich warten. Ich werde dein allerbester Freund sein. Chill. Und, oh. Raste nicht aus. Das finde ich sehr absolut geisteskrank. Ich brauche nochmal meinen Bumerang. Um die zu verwirren. Ist das Viech verrückt? Okay. Das ist ja noch schlimmer als ein Boss. Aber es hat sich gelohnt. Jetzt frage ich mich nur, respawnt die denn jetzt eigentlich, dass ich die immer wieder bekämpfen kann? Nö, das war jetzt nur einmalig. Schade. Aber trotzdem episch. Auf jeden Fall, ich sollte es ja dorthin. Vielleicht hat sich jetzt ja im Wald was geändert. Mal gucken. Und, oh, das hätte ich kommen sehen können. Aber vielleicht muss ich auch im Dorf der Minisch nochmal mit den Leuten reden, dass sie vielleicht irgendwas für mich machen können, um da den Weg irgendwie zu erweitern oder so. Oder dass ich jetzt hier... Nee, ich kann ja nicht schwimmen. Das ist das Dumme. Da links ist das. Oder kann ich jetzt irgendwie von oben hinkommen? Ach, hier sehe ich keinen Gegner. Aber lass mich jetzt gerade fast von dem treffen. Ey, muss ich gleich echt mein Schild auspacken? Weil in dem Spiel braucht man eigentlich kaum den Schild, aber die scheint wohl doch. Weil hier kann ich ja nicht viel machen. Das ist auf jeden Fall das Herzteil. Vielleicht muss ich echt irgendwie von oben kommen. Wenn sich das da irgendwie anbietet. Vielleicht durch den Weg. Hoffe ich jetzt einfach mal.
Was war denn da nochmal? Da kam ich jetzt hier nur zu der Fee, ne? Ja, hier ist ja nur die Fee, mehr nicht. Also das ist auch nicht der richtige Weg, aber weiter oben rechts, da ist noch was. Ich kann mich auch daran erinnern, dass man irgendwie von oben kommen musste. Oh, und hier ist tatsächlich jetzt auch wieder der Typ hier. Ja, hier aktivieren sich manchmal Sachen. Da kommen auf einmal neue NPCs dazu und du hast mir gerade deine Sense auf den Kopf gehauen. Ich beschülle jeden Tag das Feld. Dabei habe ich noch ein Glücksfragment gefunden, Baby. Nenn einen Mann niemals Baby. Auch Frauen nicht, das kommt, denke ich, auch nicht gut an. Weil das so macho-getue-haftig wirkt. Karo? Oh, was geht mit dem? Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yeah. Okay, er hat wohl gerade einen Megastein bekommen und ist jetzt so mega geroren. Und, oh, er hat es geschafft. Wow, und ich sehe gerade, ich fahre von da oben irgendwie runter. Endlich ist sie offen, ich gehe gleich hinein. Okay. Ich kann von da oben also irgendwie runterspringen. Aber na gut, dafür kann ich da nicht drauf. Lol. Rock, rock, rock'n'roll. Auf jeden Fall, was willst du? Toll, hat das Falsche. Was hat denn so noch gelabert? Und der labert auch was über seinen Power-Level. Kann ich jetzt da echt nicht irgendwie drauf? Ja, nee, noch nicht, wie es scheint. Da muss ich noch... Oh, der Vater ist da. Ach, hier ist immer so viel zu erkunden, Mensch. Die Tür ist so und der Schlüssel ist weg. Ach, ja, das habe ich doch gelesen. Aber ich will aber mit dir Fragmente vereinen. Warum braucht ihr alle dieses komische Teil? Das hat kein Schwein. Beziehungsweise alle wollen das, aber ich hab's nicht. So, aber jetzt kommen wir endlich dann mal hier entlang. Ich glaube, damit beende ich dann auch den Part, dass ich jetzt seine Schlüssel hole. Erstmal hier alles wegmachen. Ich glaube, den gibt's halt hier drin irgendwo. Oder muss ich einfach nur die Tür dafür aufmachen? Ach doch, Schlüssel zur London-Farm erhalten. Nice. Jetzt wollen wir nämlich hier abhauen. Ach nee, ich kann den Schlüssel ja nicht selbst benutzen. Ich muss jetzt erstmal als Minister hier rausgehen, weil ich kann selbst keinen Schlüssel bedienen, weil ich nicht für das Schlüsselschwert auserkoren bin oder so. Auf jeden Fall verliert er deinen Schlüssel. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal, scheiß drauf, vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Gary? Ah, ein guter Name. Wenn du zum Hylia-See willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen. Hylia-See? Stimmt, ich glaube sogar dafür mussten wir das machen. Vielen Dank, Gary. Komm bald mal wieder vorbei. Okay. Stimmt, das mussten wir, glaube ich, sogar machen, weil das story-relevant ist, damit wir hier weiter können. Ja, ja, du hast uns vorhin sehr geholfen. Jetzt haben wir auf jeden Fall diese Farben noch. Gucken wir uns einmal kurz an, was es hier gibt. Oh, was gibt's denn nicht? Was geht denn hier ab? Noch eine größere Geldbörse. Geil. Ich glaube, jetzt können wir, weiß ich, 700. Ich glaube, 750 oder so tragen. Nice. Wie ruhig es hier ist. Und die Kühe sehen wohl genährt aus. Da kümmert er sich wohl gut um die. Ja, hier ist auf jeden Fall nochmal sehr viel zu erkunden. Wir haben jetzt noch mehr Gebiete freigeschaltet. Und wir können jetzt auch zu der Hexe gehen. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und dann sage ich mal, bis dann.